Servus, liebe Freunde. Ja, heute etwas kurz entschlossen. Wir wollen die Kartoffeln graben. Der Samro-Ruder hängt schon dran. Sieht man da. Und wir arbeiten mit dem Kramer. Ja. Und da wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß dabei. Viel reden kann ich aber ja nicht. Ich will mich aufs Fahren konzentrieren. Ich wünsche trotzdem viel Spaß mit dem Video. Thank you.
So, mit dem Kartoffelgraben sind wir fertig. Ja, ich konnte leider nicht viel erzählen. Wir waren heute bloß zu dritt. Ich fahre und meine Eltern, die haben hinten drauf die Kartoffeln gelesen. Ja, idealerweise, die Maschine wird mit 5 Mann betrieben, also ein Fahrer und 4 auf dem Grabe. Ist ein Samro Junior. Der ein oder andere hat ihn vielleicht im letztes Jahr Video schon gesehen. In die allerersten Videos, die ich einmal gemacht habe. Eine Siebkettenrode. Oder besser gesagt, ja, Vollernte, wie ihr sagen wollt. Hinten hat er so ein großes Trommelsieb dran. Ja, wird über die Zapfwelle vom Schlepper angetrieben. Ja, wie funktioniert das Ding? Zapfwellengetrieben das Ganze. Kommt von vorne vom Schlepper der Antrieb. Hat 3 verschiedene Geschwindigkeiten, die kann man hier einstellen. Erster, dritter und zweiter Gang. Wir haben jetzt im zweiten Gang gearbeitet. Das ist die Geschwindigkeit von den Laufbändern und von der Trommel hinten. Ja, wir senken den mit dem Hebel hier ab. Das Pflugschar da frisst sich in einen Boden, untergräbt quasi die Kartoffeln, hebt die Kartoffeln an und fördert sie hinten in das Sieb rein. Ja, und in dem Sieb, wie so eine Art Betonmischer, werden sie dann nach hinten gerollt und mit ihr ja, Platten da nach oben auf das Fördersieb in der Mitte und das ist das Sortierband. Da wird es dann runter sortiert und dann, wir haben es jetzt so gemacht, oben die großen, unten die kleinen. Läuft dann übers Band vor, vorne da rein und da hängt dann ein Sack drin. Dann füllt es erst den einen und wenn der voll ist, umklappen, dann füllt es den anderen und dann kann man den da schon wieder tauschen, die Wand da bloß drauf hängt. Ja, nichts Besonderes, ist halt der Samro-Rohre. Ich räume jetzt noch auf, der Vater wartet nämlich schon am Stottel. Und dann haben wir die Kartoffelernte für dieses Jahr auch hinter uns gebracht. Und dann ist das fertig. So, jetzt befinden wir uns im Kartoffelkeller. Die Kartoffeln sind eingelagert. Ja, wie bin ich mit dem Ertrag zufrieden? Ich sag mal so, für das, dass ich dieses Jahr die Kartoffeln weder richtig gewässert habe. Ich habe einmal Wasser unten an die Süßkartoffeln gefahren, die anderen Kartoffeln nie gewässert. Für das, dass ich nur einmal mit der Hacke durchgefahren bin und nur einmal gehäufelt habe. Ja, und pflanzenschutztechnisch eigentlich bloß mal mehr Rettichjauche gefahren habe, bin ich sehr zufrieden mit dem Ertrag. Wir haben 12 Zentner aus dem Boden geholt. Wir haben im Frühjahr 3 Zentner gesteckt. Das heißt, ich habe die vierfache Menge von dem, was ich gesteckt habe, rausgekriegt. Ja, ist jetzt nicht der massmäßige Riesenertrag, klar. Ich habe aber den Vorteil, also ich hatte ein paar Drahtwürmer drin. Nicht viele, ganz wenig. Ich habe auch durch die Kartoffelkäfer fast keine Pflanzen verloren. Oder eigentlich Pflanzen verloren kann ich sagen, gar nicht. Ja, der Ertrag ist halt einfach allgemein schlecht, weil das Wasser gefehlt hat, ganz klar. Aber ich bin trotzdem zufrieden. 12 Zentner habe ich rausgeholt. Normal sind im Schnitt eigentlich zwischen 25 bis 30 Zentner, die ich mit, ja wir hatten dieses Jahr ein bisschen weniger. Normal, wir stecken 4 Zentner, da kriege ich ca. 25 bis 30 Zentner raus. Und dieses Jahr habe ich 3 Zentner gesteckt und habe 12 Zentner rausgekriegt, also wie gesagt, die vierfache Menge davon. Ja, die Kartoffelpflanzen halt allgemein, du hast eine Kartoffelpflanze rausgegraben, du hattest die Mutterkartoffeln und 4 bis 5 Kartoffeln außenrum. Also nicht gerade die größte Menge. Normalerweise sind es durchaus einmal 10 bis 12 Kartoffeln außenrum, aber es ist halt einfach so. Ja, wie schaut das Ganze jetzt aus? Tja, da habe ich die Kartoffeln. Ganz rechts hier drüben, das sind alles kleinere Kartoffeln. Also was heißt kleiner? Quasi diese Größe und diese Größe. Die mittlere Spur, ja, passt nicht ganz. Sind solche Kartoffeln dabei. Ja, und die sind prima, also ich habe keine Drahtwürmer dran, die Kartoffeln sind super beieinander. Einmal mit dem Schlauch abspritzen sind sie tipptopp. Da sind teilweise richtige große Kartoffeln dabei, habe ich auch. Hier zum Beispiel. Also da gibt es gar nichts. Ja, meine Bamberger, das waren zwar 3,5 Reihen, aber da hat es natürlich nicht die Welt gegeben. Ist das da, ein paar Süßkartoffeln liegen mit drauf, da hat es auch nicht den größten Ertrag gegeben, aber ein paar sind mit dabei. Ich sage, ich bin trotzdem zufrieden. Das hat für mich gepasst.
Wir haben sie rausgegraben. Meine Eltern und ich jetzt dann quasi. Es hat funktioniert, wir haben es drin. Für den Eigenbedarf waren sie lang, verkaufen brauche ich da nicht groß was. Vielleicht, wenn irgendeine von den Arbeitskollegen oder was will, dann vielleicht eine kleine Menge, aber große Mengen brauche ich da das mal nicht verkaufen. Und ich denke mal, von diesen Kartoffeln werden auch nicht so viele übrig bleiben fürs nächste Jahr zum Stecken wieder. Da wollen wir mal wieder Saaterbsen kaufen. Das muss ich auch dazu sagen, ich habe dieses Jahr keine Saatkartoffeln gekauft gehabt, sondern das waren die alten vom letzten Jahr, die ich da gesteckt habe. Die waren hier unten so lang gelegen, bis sie halt ausgetrieben haben. Da war so ein richtig schöner Teppich hier drin. Und ja, es hat funktioniert, ist was rausgekommen. Die Menge ist in Ordnung, für mich wird es reichen oder für uns hier. Und ein bisschen was für die Viecher ist auf jeden Fall auch dabei, weil die ganz kleinen hier drüben auf der rechten Seite, die werden dann normalerweise gekocht bzw. gedämpft und das kriegen dann die Pferde, die Hühner und ja, dann voraussichtlich im Winter auch die Schweine, die man sich da auch freuen. Aber so wie gesagt, hat es gepasst. Ich bin zufrieden. Und das ist das Wichtigste, für das, dass ich nicht viel Arbeit damit gehabt habe, dass ich eher faul war dieses Jahr mit den Kartoffeln und für das, dass ich selber entschieden habe, wann ich sie stecke. Bloß den anderen Zeitpunkt hat er zu Vater entschieden. Hat er gesagt, naja, länger warten brauchst du im Endeffekt auch nicht. Ja, ich habe vor ein paar Wochen schon mal gegraben, da waren wir die Schollen noch zu tun, habe ich gedacht, na, das sind wir drinnen. Man sieht schon, das Ergebnis ist besser. Hat schon gepasst, jetzt sind sie raus. War recht spontan, das ist gemacht. Dann kann in nächster Instanz dann Mist gestreut werden. Da holen wir uns dann den Krüger Miststreuer aus dem Stall. Da muss ich aber komplett ausräumen. Da muss das Wetter passen, da darf es nicht regnen. Weil da steht der Ladewagen, die Presse, der Kipper, der Häcksler, der Schmore, da steht alles draußen. Und da wäre es nicht so toll, wenn es dann regnet. Dann kann ich jetzt, wie gesagt, die Tage irgendwann einmal Mist streuen und dann geht es ans Ackern. Das seht ihr aber dann definitiv in den nächsten Vlogs irgendwann einmal mit. Eigentlich war ja jetzt für den Freitag geplant, ich zeige was von der Woche. Aber was dann die Woche jetzt so passieren wird, das zeige ich euch auf alle Fälle dann im nächsten Vlog mit. Da mache ich halt dann nur so kurze Einblicke. So werde ich das jetzt einmal versuchen. Ich habe mir gedacht, die Kartoffeln, das ist ja mal ein ganz interessantes Thema. Dann habt ihr mal gesehen, wie das alles geerntet wird. Und da mache ich ein Kartoffelspezial draus. Ist besser, als wenn ich jetzt hergehe hier und wenn er weiß, was für Stückelei macht, dann auch irgendwie nicht so schön, habe ich gedacht. So, und an meine Zuschauer, die sich jetzt fragen, wie erkenne ich jetzt meine Kartoffeln? Was für Sorte ich jetzt da gerade vor mir habe? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Gar nicht. Ja, Anfang des Jahres wollte ich ja, als ich die Kartoffeln gesteckt habe, alles schön sattenrein machen. Ich wollte eine Reihe nur Süßkartoffeln machen, drei Reihen nur Bamberger machen. Eine Reihe hatte ich Granola. Ich hatte für zwei Reihen Gala. Für vier Reihen hatte ich die Sorte Soraya. Und für, jetzt müsste ich lügen, drei oder vier Reihen war es die Sorte Afra. War ja alles Mögliche vertreten bei mir. Ja, das hat ja leider damals beim Stecken schon nicht funktioniert. Das sind bei den Süßkartoffeln dann mittendrin Bambergerhandel gewesen. Bei den Bambergerhandel waren dann die Granola mit drin und alles bunt gemischt. Ja, war natürlich alles ein bisschen ärgerlich. So war das Ganze natürlich niemals geplant. Aber was will man machen? Ja, ist jetzt natürlich für mich blöd gelaufen. Ich wollte ja die Kartoffeln alle sortiert haben, dass ich dann auch sagen kann, ich kann an jemanden festkochende verkaufen oder ich kann mehlig kochende verkaufen. Wenn jetzt eine von den Arbeitskollegen zum Beispiel sagt, er möchte festkochende für Pellkartoffeln, dann hätte ich gesagt, kriegst du die. Oder wenn er sagt, er möchte Kartoffeln, damit er Pommes frites machen kann oder Kroketten oder Stampf oder was, dann hätte ich eine mehlig kochende gegeben. Ja. Das hat natürlich jetzt nicht funktioniert. Gut, in der Hinsicht nicht schlimm. Da in diesem Jahr sowieso die Kartoffeln so vom Ausmaß gering sind, sage ich einmal, ist es so wenig gegraben, dass ich da eh nichts verkaufen werde. Höchstens, dass ich dann ein paar gute Bekannte, dass die was von mir kriegen. Und ansonsten behalte ich den Rest für mich selber, für uns selber. Und von daher ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn ich jetzt dann bei den Pellkartoffeln nochmal eine dabei habe, die mehlig kochen. Das
Es ist halt einfach so. Ja. In diesem Sinne würde ich jetzt sagen, das wird es für dieses Video gewesen sein. Ein Kurzfilm übers Leben einer Kartoffel. Ja, die Pfanne habt ihr ja schon gesehen. Die Bamberger Handler im Korb drin konnte ich sie nicht filmen. Dafür dann in der Pfanne halt. Wir haben da welche gemacht. Die habe ich, oder besser gesagt, die Mutter hat die gekocht gehabt. Ich habe sie gründlich gewaschen. Sie hat sie dann bloß einmal kurz angedämpft gehabt im Schnellkochtopf. Nicht durchgekocht, nur angedämpft. Und anschließend in die Pfanne mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Kräuter dazu. Das Ganze schön knusprig, goldbraun gebraten. Ein Gedicht. Die sind nicht geschält worden, die Bamberger Handler, sondern mit Schalen gegessen. Also echt. Der Geschmack einzigartig, grandios. Ich bin begeistert. Also in die könnte ich mich wirklich reinlegen. Richtig schöne Kartoffeln. Die Süßkartoffeln haben wir auch ausprobiert. Sind auch super geworden. Natürlich kein riesen Ertrag. Es war ja ein Versuch. Ich habe ja damals schon einen Tipp gekriegt. Normalerweise nimmt man Saatgut dazu. Also so Samen quasi. Und tut nicht die Kartoffeln dazulegen. Muss ich im nächsten Jahr mal dann probieren mit Samen. Vielleicht ist das besser. Und dann werde ich schon sehen, was da draus wird. Ja, in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch allen gefallen. Hat euch Spaß gemacht. War halt mal was anderes. Mit eher wenig Reden, da dafür viel Bildmaterial. Ich habe natürlich jetzt da nicht ständig die Kamera gewechselt gehabt, sondern ja, die war halt Reihe für Reihe dann an Ort gestanden. Drohnenaufnahmen haben leider nicht funktioniert. Aber ich denke, das ist trotzdem ganz gut geworden. Und wie gesagt, ich hoffe, das gefällt euch das Ganze. Und dann würde ich jetzt sagen, auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende an euch alle. Und bis zum Dienstag 16.30 Uhr. Da geht es dann wieder ganz normal mit dem Standard-Vlog quasi weiter. Das war ja jetzt mehr oder minder so ein Kartoffelspezial, könnte man sagen. Rein über die Kartoffeln. Gut, in diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Servus miteinander.